Hallo, ich bin's, Kai von Marinesels. Heute zeige ich euch eine Neuheit aus dem Hause Honda, und zwar den Nachfolger von dem bekannten EU20i. Der heißt jetzt hier EU22i. Vom Äußeren ähnelt er sehr dem alten Modell. Hier kann man erkennen, dass es der EU22 ist. Der hauptsächliche Unterschied: er hat einen anderen Motor integriert bekommen, und zwar war vorher der GX100 verbaut und jetzt ist es der GXR120. Und dadurch haben sie nicht mehr 100 Kubik Hubraum, sondern 120. Und das sind immerhin 20% mehr. Und dadurch ist dieses Gerät bei gleicher Wattentnahme leiser als der Vorgänger. Ich möchte das hier mal kurz zeigen. Wir machen den hier mal an. Man erkennt hier die Invertertechnik. Das Gerät läuft im Standgas. Jetzt habe ich hier einmal an eine von den beiden Entnahmestellen ein Heizgerät integriert und man erkennt sofort, er fängt an zu arbeiten, die Drehzahl erhöht sich und je mehr man jetzt an dem Generator entnimmt, man kann natürlich, wie der Name schon sagt, bis zu 2200 Watt entnehmen. Der hat eine Dauerleistung von 1800 Watt, das alte Modell hatte nur 1600, aber je mehr Leistung man nimmt, je höher geht die Drehzahl, und da spielt natürlich die Kubikzahl eine große Rolle, weil dadurch halt das Gerät leiser wird. Die anderen Geräte als Zubehör, wie ihr seht, Huber Silent System haben wir in einem anderen Video gezeigt. Hier sieht man nochmal eine Tankfunktion für die Geräte, der vom EU20 ist, der passt aber genauso auch aufs EU22. Da hat man die Möglichkeit, mit dem Innentank, der verlängert werden, und zwar man kann jetzt den Innentank verlängern mit diesem externen Tank. Der Tank muss nicht höher stehen, also man kann ihn daneben ziehen, er wird durch eine Unterdrucksituation, wird Benzin aus dem Zusatztank gezogen und dadurch erhöht man die Laufzeit. Ich sag mal, die normale Laufzeit ist 3 bis 8 Stunden und man erhöht so die Laufzeit locker auf 15 bis 20 Stunden. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Ja, soweit so gut. EU22. Vom Handling her genau gleich wie der EU20. Es hat sich hier innen was geändert, das zeigen wir euch auf Fotos, das kriege ich jetzt hier im Moment nicht auf. Die Ölbefüllung hat sich bedeutend verbessert, da ist jetzt ein längerer Zapfen dran, da kann man bedeutend einfacher Öl entnehmen, also zum Ölwechsel, sowie auch zum Befüllen. Ausmachen ist wie gehabt, einfach hier ausmachen. Man kann verbinden mit einem anderen EU22, dann hat man sogar 4,4 kW. Ja, wir sehen uns. Ihr könnt den vor Ort euch angucken oder ansonsten bei uns auf Internet. marinesels.de. Tschüss.